Ja, Timo, einen Tag vor dem Spiel gegen den TSV Steinbach will ich es wagen, noch einmal kurz zurückzublicken. Ich habe die Niederlage verdaut. Wie war die Trainingswoche mit der Mannschaft? Wie seid ihr jetzt damit umgegangen? Also wir haben es auch verdaut. Wir haben es, glaube ich, sehr, sehr gut verdaut. Die Trainingswoche war sehr, sehr gut in meinen Augen. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so gut ist, auch so von der Dynamik her, von der Spritzigkeit her. Und von daher haben die Jungs gestern fast wieder schon an ihrer Leistungsgrenze trainiert. Heute nochmal kurzes Abschlusstraining, ein paar Abläufe nochmal trainieren für morgen. Und dann, glaube ich, sind wir dann auch wieder relativ gut erholt und fit für morgen gegen einen wirklich sehr guten Gegner, die nicht umsonst da oben stehen. Du hast angesprochen, die stehen nicht umsonst da oben. Das wird eine harte Nuss. Wie würdest du Steinbach einschätzen? Was erwartet uns morgen? Gut, erstmal muss man ganz klar sagen, wir wissen nicht hundertprozentig, wie sie kommen. Sie haben anscheinend jetzt natürlich das Pokalfinale vor der Brust gegen Wien Wiesbaden, wo wir dann sagen, vielleicht schont der ein oder andere wird geschont. Das kann sein, das kann aber auch nicht sein. Von daher ist es so eine kleine Wundertüte. Wir wissen aber auch, dass es eine Mannschaft ist, die auch körperlich gut spielt, guten Fußball spielt, auch offensiv in der einen oder anderen Situation dann auch gut anläuft. Eigentlich so alles mit dabei und von daher, ja, wir sind gewappnet. Wir wissen, wie der Gegner allgemein spielen will, aber von der Aufstellung her können wir noch nicht sagen, welche Elf morgen von Beginn an spielen werden. Blicken wir mal auf uns. Das waren sicherlich auch körperlich anstrengende 120 Minuten. Wir haben ja gefightet bis zum Schluss. Wie hat es die Mannschaft körperlich verkraftet und wer steht dir morgen zur Verfügung? Also wie ich es anfangs schon gesagt habe, sie haben es sehr gut weggesteckt. Nochmal, wir trainieren wirklich kurz und intensiv, also nicht mehr oder nicht keine eineinhalb oder zwei Stunden, sondern wirklich mit wenig Pausen. Deswegen merkt man auch, dass die Jungs wirklich topfit sind. Sie haben es sehr gut weggesteckt, die 120 Minuten, ich glaube sogar besser wie Saarbrücken. Also was das Spiel anbelangt am Dienstag und von daher haben wir wieder 11 Spieler, die fit sind, die Serie zu Hause und noch ungeschlagen, seit wir zusammenarbeiten, dass wir das auf jeden Fall dieses Jahr so behalten wollen, wie es jetzt gerade ist und dass wir hier eine Macht sind, das haben wir gezeigt. Natürlich vielleicht das ein oder andere Unentschieden war ein bisschen vielleicht zu viel, aber gerade Hoffenheim oder auch Mainz sind ja auch, wie gesagt, auch gute Mannschaften und von da wissen wir das einzuordnen und freuen uns aber trotzdem morgen auf das vorletzte Heimspiel. Heißt, bis auf die Langzeitverletzten steht dir der Kader komplett zur Verfügung? Ja, es sind alle dabei. Platte hat eine Platzwunde am Dienstag, der wird definitiv ausfallen. Klagt noch über Kopfschmerzen. Bei Hoffer müssen wir mal gucken. Der war ein bisschen angeschlagen, was eine kleine Erkältung anbelangt, aber auch nichts Großartiges. Da muss man noch mal schauen, ob das heute geht. Ansonsten sind alle fit und vielleicht jetzt hier noch mal ganz kurz, was ich mit meiner Aussage getroffen habe am Dienstag, wo ich den einen oder anderen als Pappnase gesagt habe, ist es so, dass die Leute sich jetzt nicht persönlich angegriffen fühlen oder sollen. Es sind so viele Leute, da meine ich auch den einen oder anderen, den ich persönlich gut kenne, die auch immer alles besser wissen. Und von daher habe ich immer wieder gesagt, dass es ein Miteinander sein muss. Genauso, wir wissen ganz genau, was für Fans wir haben. Wir wissen auch ganz genau, dass der ein oder andere auch kritisch ist. Das dürfen sie aber auch sein. Aber wir wollen halt einfach nicht, dass einfach eine Stimmung gegen irgendwas gemacht wird, was einfach nicht ist. Und ich glaube, dass wir nur gemeinsam mit den Fans, mit den Verantwortlichen an einem Strang ziehen. Das machen wir seit glaube ich, 2 oder 2,5 Monate. So soll es sein, weil hier steht der FC Homburg im Vordergrund und die Mannschaft wollen wir nach vorne bringen und das geht nur gemeinsam. Das wollte ich nochmal loswerden. Gute Worte zum Schluss, würde ich sagen, holen wir hoffentlich morgen gemeinsam auch diese 3 Punkte. Danke dir, Timo. Wir sehen uns morgen. Gut, danke.